So, ein neuer Monat wartet auf uns und ich habe eine neue Unterlage, da ich sie beim Mischen immer zerstöre. Ich würde sagen, ich schaue heute mal rein, wo dürfen wir denn Licht reinbringen und welche Schattenanteile dürfen denn von uns noch angeschaut werden. Dazu würde ich sagen, ich ziehe zwei Karten, einmal für die Lichtseite und einmal für die Schattenseite. Schauen wir mal rein. Karte Nummer 1 ist gefallen. Das waren zu viele. Okay, dann ziehen wir halt 3. Und einmal für die Schattenseite. Na, jetzt da. Vielleicht kommt ja hier auch noch eine dritte. Wir werden sehen. Mein Gefühl sagt ja, okay, 4. Jetzt ist doch immer etwas Neues. An der Unterseite des Decks Frieden. Also hier geht es in der Hauptlernaufgabe um Frieden. Frieden zu machen, kommt mir rein. Ja, mit den Schicksalsschlägen, die der ein oder andere erlebt hat, weil die Quersumme von Frieden ist 5, ist der Hierophant. Hier wird dein Vertrauen ins Universum geprüft. Vertraust du dann dem Fluss des Lebens? Vertraust du den Ereignissen, die dir quasi passieren? Schauen wir mal rein. Wir haben hier auf der Lichtseite das treue Herz. Hier geht es darum, ja, das ist für mich die Karte 2 der Kelche. Hier geht es darum auch zu gucken, wo hast du denn zu viel gegeben, wo hast du zu wenig bekommen, bist du dir selber treu geblieben oder hast du dich verausgabt für andere, weil du dir immer Sachen erhofft hast, emotionale Sachen, emotionale Stabilität, bist du dir hier selber treu geblieben oder aber hast du dich ein bisschen vernachlässigt, kommt mir hier so rein. Hier haben wir genau, ihr habt quasi die Situation der Vergangenheit verlassen, das ist die Lichtseite, das heißt, ihr seid euch treu geblieben oder werdet euch treu sein. Ihr werdet die Situationen verlassen, die euch nicht gut tun, denn in der Quersumme die 45 von der Karte weitergehen ist der Eremit, der sagt, ich brauche Pause, ich ziehe mich zurück, ich reflektiere und halte mal Innenschau. Perfekt, deswegen wollte ich sie noch raus, weil schaut mal, wie schön sich das teilt. Ihr seid quasi in der Zwischenwelt am Weitergehen in Neues, nämlich in eine Zukunft, die euch mit Menschen verbindet, die in gleicher Energie mit euch sind, die euch treu, loyal zugesandt sind, die auf Augenhöhe mit euch regieren sozusagen. Weil schaut mal, hier hängen zwei Schlüssel, könnt ihr das sehen? Die zwei Schlüssel jeweils über einer Eule. Jede Eule hat eine Herzkrone auf und schaut sich auf Augenhöhe in die Augen. Also hier nehme ich ganz klar wahr, geht es um Beziehungen jetzt, die auf Augenhöhe stattfinden, sei es im beruflichen, sei es im familiären. Ihr geht weiter in eine Zukunft, wo Liebe, Emotionen auf Augenhöhe ausgetauscht werden und befindet euch gerade in der Zwischenwelt. Schauen wir uns mal die Schattenthemen an. Hier haben wir schon die Karte nicht für dich. Das heißt, hier gab es in der Vergangenheit Situationen, was ihr unbedingt um jeden Preis haben wolltet, weil hier auch die Summe 6 im Tarot sind die Liebenden. Also hier ging es eben darum, dass ihr unbedingt eine Entscheidung aus vollem Herzen treffen wolltet, diese aber nicht so eingetroffen ist, wie ihr wolltet. Hier hat vielleicht der ein oder andere einen anderen Schachzug begangen. Mir kommt es hier auch so rein, als ob ihr jemandem das Tablett gereicht habt. Ihr wart bereit, aus vollem Herzen Ja zu sagen, aber dieser Glückskeks, auf dem nämlich Nope steht, ich hoffe, ihr könnt es sehen, war für euch nicht bestimmt. Diese Situation verlasst ihr jetzt und geht weiter. Noch auf der Schattenseite haben wir die Karte 30, Tick-Tack. Hier geht es darum, ihr seid zu ungeduldig. Vielleicht ist auch die Zeit abgelaufen, in der ihr erkennen dürft, dass die Situation nicht für euch bestimmt war oder aber die Zeit hat für euch gespielt und wird euch jetzt sozusagen eine neue Zeit gereicht, indem ihr weitergehen dürft. Und jetzt kommt eine Frage der Geduld, nämlich seid ihr auch bereit, die Geduld auf euch zu nehmen und lieber auf volle Erfüllung zu warten, auch wenn es bedeutet, vielleicht für den einen oder anderen alleine zu sein und sich eben nicht mit einem Glückskeks, der nicht für einen bestimmt ist, zufrieden zu geben, sondern nach voller Erfüllung, nach treuen Herzen zu suchen, dann seid noch ein bisschen geduldig. Schauen wir mal weiter. Ja, die Schattenseite ist nämlich auch hier die Karte 19 mit flexibel.
Sie fordert euch auf, flexibel zu sein. Fragt euch mal, ob ihr immer die Kontrolle behalten wollt über gewisse Situationen, über gewisse Dinge. Hier geht es darum, ne? Der Grashalm kommt mir hier immer rein, der ist auch flexibel, der schwingt mit dem Wind mit. Man kann nicht auf Biegen und Brechen einen Keks haben wollen, der nicht für einen bestimmt ist, denn dann läuft früher oder später die Zeit ab. Wenn nicht von euch alleine aus, dann greift das Universum ein, denn mit Gewalt und Kontrolle kann man überhaupt nichts und niemanden im Leben festhalten. Hier haben wir, genau, und ja, wunderbar, die Schattenseite, genau, das ist die Quintessenz, warum ihr euch in dieser unguten Situation zu lange aufgehalten habt, wart, ihr habt auf Geben und Nehmen gehofft, ne? Ihr habt, wie gesagt, jemanden euer Tablett gereicht, habt gegeben und gegeben, es kam sehr wenig bis gar nichts zurück, es ist nun eure Lernaufgabe, eben in den Schattenseiten das Geben und Nehmen in Ausgleich zu bringen, denn auch hier, wenn Geben und Nehmen auf Augenhöhe in einer treuen Verbindung ist, dann ist es auch wie ein Geschenk. Dann erwartet man nämlich nicht, wenn man was gegeben hat, auch wieder was zurückzubekommen, sondern man macht es aus freiem Herzen, aus freien Stücken und lässt die Erwartungshaltung los. Wow. Also wie gesagt, es geht darum, Geben und Nehmen war in der Vergangenheit nicht im Ausgleich. Ihr wolltet unbedingt jemanden, eine Situation, irgendetwas um jeden Preis haben. Die Zeit ist abgelaufen. Jetzt dürft ihr flexibel sein und die Kontrollthemen loslassen. Ihr dürft die Situationen, die euch nicht mehr dienlich sind, verlassen. Rein in eine neuere Zukunft, wo nämlich Entscheidungen und Herzöffnung auf Augenhöhe stattfindet und ihr befindet euch gerade in der Zwischenwelt, denn es geht hier um den Frieden und auch drunter um die Macht der Fantasie und ich muss sie noch nehmen, seht ihr sie? Die Seelengefährten. Also, kommt in Frieden, übt euch in Vergebung, macht Frieden mit der Vergangenheit, lasst eure Fantasie auch spielen, ja, also auch hier der Mond, ne, vielleicht in der Nacht, übt euch in Fantasie, in positive Affirmation, wie darf denn eure komplette Erfüllung für das treue Herz ausschauen, vertraut drauf, dass jetzt Menschen in euer Feld kommen, die eure Seelengefährten sind, sei es der Seelenpartner, sei es die Seelenfamilie, seien es, sag ich mal, Seelengefährten im Freundesbereich, jetzt ist Zeit, ne, die höhere Macht wird dafür sorgen, dass das Drama der Vergangenheit gehen darf und jetzt treue, loyale Menschen in euer Umfeld kommen können. Wow, also finde es bis hierhin schon mal Bombe. Ich weiß gar nicht, vielleicht ziehen wir nochmal für die Lichtzeiten, möchte da noch eine Tarotkarte springen. Was dürfen wir denn für die Zwischenwelt? Vielen Dank, wow, die ist gleich da drauf geplumpst. Was dürfen wir denn, aha, okay, ihr seht schon, für die Zwischenwelt wissen, gibt es noch was, was hierzu, ne, hierzu raus möchte. Auf die Katze, uiuiui, jetzt habe ich für euch meinen Wagen angefackelt, na, das ist mir auch noch nie passiert. Das heißt, ihr seid Feuer und Flamme und nehmt die Zügel eures Lebens in die Hand, eieiei, direkt auf die Flamme gefallen. Und schaut mal, die 7 der Schwerter auf den Kopf lasse ich jetzt mal auf dem Frieden liegen. Ich gehe gleich näher dazu ein. Am Unterdeck, ja, wie soll es anders sein? Meine Freundin, die Königin der Stäbe, ihr seid live beim Mischen dabei. Das ist mir besonders wichtig, auch wenn es für den einen oder anderen etwas länger dauert, weil ich live mische. Aber ich finde es immer wieder spannend. Hier kann man nicht einfach Karten auf den Tisch legen, das kann jeder, sondern ihr seht, wie sie raus wollen aufgrund der Fragestellung. Hier geht es darum, wie schon in der Vergangenheit, die Königin der Stäbe, die hat ihr Zepter ihres Lebens in der Hand. Bist du als Zuschauer ein Mann, dann bist du der König der Stäbe. Drehst dir einfach bitte immer um, dann hast du dein Zepter deines Lebens in der Hand. Das ist quasi das Geben und Nehmen darf in Ausgleich kommen. Ihr dürft Herr eures Lebens werden, denn meine Frage war, was dürfen wir denn noch bezüglich der Zwischenwelt wissen? Und ich hoffe, der Wagen verzeiht mir die Flamme, aber es sieht ganz gut aus. Nein, ich fange mal mit der Karte 7 der Schwerter an, die eben auf den Frieden gefallen ist. Und genauso habe ich das vorhin wahrgenommen. Ihr hattet meines Erachtens in der Vergangenheit mit Menschen zu tun, die unehrlich zu euch waren, die unaufrichtig waren, die euch ja mit euch ein falsches Spiel gespielt haben, die hinterhältig waren, die nur auf ihre eigenen Vorteile aus waren. Dadurch sie hier aber jetzt auf dem Kopf fällt, ist es absolut spitze, denn nämlich der Hinweis der Karten ist folgender: Schließe Frieden, wie die Friedenstaube hier, mit der Vergangenheit. Ja, sie war nicht toll. Ja, es war nicht gut, wenn jemand Menschen unehrlich sind. Es ist nicht gerecht, bin ich absolut bei euch. Aber es sind ja auch Lernaufgaben dahinter versteckt. Nämlich, ihr habt gelernt zu erkennen,
Genau, erkennen. Nichts passiert ohne Grund. Euren Kern zu erkennen, nämlich auch zu erkennen, wer meint es ehrlich mit euch und wer nicht. Ihr dürft euch jetzt in Frieden üben und die Vergangenheit, die Unaufrichtigkeiten loslassen und den Menschen vergeben, wenn es denn geht, die euch in diese Situationen oder in dieser Lage ja beschummelt haben. Wisset, es passiert nichts ohne Grund und kommt auch nichts ohne Grund in euer Leben. So, ich schaue jetzt mal auf das treue Herz. Warum ist diese Karte auf das treue Herz gefallen? Ja, wow, schön, dass ihr live dabei seid. Die 6 der Schwerter begleiten uns ja auch schon eine gewisse Zeit. Die 6 der Schwerter sagt mir hier, ihr seid auf dem Weg in die treue, loyale Seelenverbindung. Mehr muss ich, glaube ich, dazu gar nicht sagen, denn die Zwischenwelt, weil hier die 10 der Kelche sind ja Erfüllung auf emotionaler im emotionalen Bereich, Glück teilen, Erfahrungen teilen, Emotionalität, Gefühle teilen, auf den Kopf. Das heißt, in der Vergangenheit, in der grauen Vergangenheit, wart ihr noch nicht in den 10 der Kelchen angekommen. Ihr wollt aber die 10 der Kelche haben. Das ist Familie, das ist Liebe, das ist ja eigentlich alles, was euch aus vollem Herzen glücklich und erfüllt macht. Und das Tolle ist, in der hellen Seite der Zwischenwelt nehmt ihr wirklich mit Feuer und Flamme, weil sie wirklich Feuer gefangen hat, die Zügel eures Lebens in die Hand und prescht nach vorne. Ihr habt einen Fokus, ihr seid am Weitergehen, ihr wisst, wohin euch euer Weg bringt. Nämlich hier mit der Nummer 8 in die Kraft, in die Stärke. Ihr habt Sanftmut, Sanftheit und könnt quasi den wilden Anteil in euch auch zähmen. Also die Kraft steht auch für den Löwenanteil in dir selber, der eben durch Menschen, die nicht ehrlich waren oder einfach auch karmische Lernpartner, wenn der ein oder andere dran glaubt, kommen ja ins Leben, um euch zu triggern. Wenn der wilde Anteil in euch getriggert wird, dann gilt es eben hier zu lernen, nicht aus der Haut zu fahren, sondern sich Mut und Kraft zu holen, mit Sanftheit den wilden Anteil, das Gebrüll des Löwen zu bändigen und zu sagen, komm in deinen Fokus, komm in deine Willenskraft, in deine Stabilität, auch mit Sanftmut. Ich würde sie jetzt mal, oh, jetzt habe ich gleich das ganze Kartendeck verschoben, so rum hinlegen, dass ihr auch alles sehen könnt. Perfekt, dann lassen wir die Königin der Stäbe darunter, ihr Lieben, die Liebenden. Ja, die Liebenden. Wie machen wir das denn, dass wir hier alles draufkriegen? Der liebe Platz. So, dann klären wir nochmal ab. Was gibt es noch für den einen oder anderen für das Schattenthema? Aha, da kommen sie schon, die 9 der Schwerter. Gedankenkarussell. Ihr dreht euch vielleicht noch in Gedanken. Warum war dieser Keks nicht für mich gedacht? Das sind aber jetzt viele. Warum ist das alles so gekommen? Die fühlen sich nicht richtig an. Ich lege sie mal hier runter. Möchte noch eine Karte für die Schattenthemen, die es noch gilt anzuschauen? Ich muss ein bisschen weiter weg, nicht, dass es wieder in Feuer und Flamme aufgeht hier. Nein, das sieht gut aus. Einmal mische ich noch. Wenn noch eine Karte raus möchte, dann bitte jetzt. Nein, wir haben alles gut am Unterdeck. Ja, wow, der Herrscher. Ja. Also die Schattenthemen, ne? Die Schattenseite, da geht es halt darum, auch zu erkennen, übernimm Führung in deinem Leben, bringe Struktur und Ordnung rein, Stabilität und Sicherheit. Der Herrscher sitzt halt auch auf seinem Thron im Hintergrund des Haus. Das heißt, der weiß genau, wie er die Führung übernimmt. Er kann andere auch delegieren. Er weiß, wo seine Grenzen sind. Ihr dürft nämlich hier euer Gedankenkarussell loslassen, was euch vielleicht noch an die Vergangenheit erinnert. Deswegen heißt hier der Tipp des Universums, nimm die Zügel deines Lebens in die Hand, mach dich auf zu neuen Ufern, mach Frieden mit der Hinterhältigkeit mancher Menschen. Du musst nicht verstehen, warum es alles so gekommen ist. Lass es einfach weiterziehen, denn dann darf es heilen. Ja, wunderbar. Und hier geht es auch nochmal darum zu reflektieren, der Ritter der Kelche, ne? Ihr habt euch halt eine Beziehung vielleicht erhofft oder romantische Dates, romantische Gefühle in der Vergangenheit, wolltet auch tiefgründige Gespräche führen, hat sich halt hier nicht ergeben. Wisset jetzt, okay, ihr wollt in die Richtung gehen von dem Ritter der Kelche, ihr strebt nach Erfüllung, ihr dürft vielleicht mit dem einen oder anderen auch mal ins Kino gehen, vielleicht auch mit euch selber, kann ich nur empfehlen. Ich habe auch schon mal ein Date mit mir selber gehabt, aber irgendwie nehme ich wahr, dass der aus der Vergangenheit nicht stattgefunden hat. Jetzt darf er aber in die Zukunft mit reingenommen werden, denn ihr wollt
ja, Erfahrungen mit Seelenpartnern, Erfahrungen mit Menschen, die euch gut tun, mit denen man tiefgründige Gespräche führen darf, mit denen man mal schön bei Kerzenschein sich unterhalten darf, vielleicht auch mal seine Gefühle austauschen darf, wenn der ein oder andere Zuschauer Single ist. Dann kann ich hier sagen, kommt eine Energie für euch rein. Ich würde jetzt nochmal schauen, auch die hat mir ein kraftvoller Zug. Ich glaube, in der Herzblattlegung, in der Wochenendlegung oder in der Wochenlegung. Ich würde mal schauen, was ist denn der Tipp des Universums? Was dürft ihr denn noch wissen? Wir haben hier noch so ein bisschen Platz. Was darf ich noch weitergeben fürs Kollektiv? Wie dürfen denn die Schattenanteile geheilt werden? Gibt es einen Tipp vom Universum? Wie kommen wir denn schneller voran? Vielen Dank. Eine Karte hätte ich noch. Auf zu neuen Ufern. Was gilt es noch loszulassen? Oder aber, wo darf man noch genau hinschauen? So, ich würde sagen, ich mische noch einmal, wenn... Ja, diese Karte kam auch in dem Herzblatt, glaube ich, das Geschenk des Orakels. Hier geht es darum, dass wahrscheinlich manche aufgrund dieses Orakels erkennen dürfen, wo sie noch hinschauen dürfen, dass es nicht schlimm ist, wenn in der Vergangenheit sich was so nicht entwickelt hat, wie erhofft. Hier geht es auch darum, vertrau dem großen Ganzen. Jemand könnte euch auch aus einer Teetasse vorlesen. Ich deute mal ganz gern als die Quersumme 10 das Schicksalsrad. Das Universum hat einen Plan für euch. Das Geschenk des Orakels ist, dass ihr erkennen dürft, jetzt Altes loszulassen mit der Quintessenz. Ihr Süßen, live dabei. Hatten wir auch, ich weiß nicht, ob es im Pre-Shuffle war, allerdings hier auch wieder, ne? Ihr müsst mal schauen, die Quersumme 2 und 8 ist auch wieder 10. Das Schicksalsrad dreht sich für euch weiter. Ihr dürft alte Strukturen wie ein Knacksen aufbrechen. Euer altes Fundament von Negativität darf gehen, darf aufbrechen. Ihr bringt Licht in euer Herz, ihr bringt Licht in eure Mitte, ihr bekommt Erkenntnisse, ihr kommt in euer Strahlen zurück, denn ihr werdet... Die Königin der Stäbe, die ist selbstbewusst, die ist charismatisch, die hat Ausstrahlungskraft, die weiß, was sie will. Wie gesagt, bist du ein Mann, dann gilt das Gleiche für dich. Hier geht es ganz stark nochmal um die Herzöffnung, damit Geben und Nehmen in Ausgleich kommt. Ihr dürft lernen, auch zu empfangen. Und irgendwie ist mir noch nach einer Karte, und ich nehme jetzt einfach spontan noch The Map, die Weisheitskarten der Seele von der Colette Baron Reed. Im Abspann zeige ich euch auch noch, mit welchen Karten ich gelegt habe. Ja. Ja, also, wow. Die Metamorphose, ne? Wisst ihr Bescheid? Also die Nummer 7. Die 7 ist, auch die, die ich halbert abgefackelt habe, der Wagen im Tarot, ne? 2 und 5 ist 7. Die Metamorphose ist, geht weiter, ihr seid im Übergang auf dem Weg ins Neue, bleibt flexibel, öffnet euch eure Gefühle, macht Herzchakra-Öffnungen, Herzöffnung, Herzheilung, gibt so tolle Möglichkeiten mit Musik, mit Meditation, mit Yoga, tut alles, was euch gut tut. Ihr seid, und ich muss es nochmal zeigen, ne? Raus aus dem Nicht-Erfüllten, rein in das Erfüllende, weil hier nämlich als Endkarte die 2 auch ein Herz bilden. Auch hier ist der Schmetterling drauf. Ihr entwickelt euch zur besten Version eurer selbst. Ich meine, man hat nie ausgelernt, aber wisset, eure Mühe wird sich lohnen. Ihr habt gelernt aus der Vergangenheit. Lasst das Hinterhältige, was euch Menschen angetan haben, sein. Lasst los, kommt und in euer neues Leben. Freut euch auf die Transformation, denn ja, die Metamorphose sagt alles, stirb und werde Prozess. Ihr dürft das Gedankenkarussell loswerden und Chef eures eigenen Lebens werden. Ihr habt Sehnsucht nach Stabilität und Sicherheit. Und so wie die Karten liegen, kann ich euch sagen, wird das auch eintreffen, wenn ihr denn eure Zügel des Lebens in die Hand nimmt. In diesem Sinne, Licht und Schatten, einmal schwarz auf weiß, würde ich schon sagen, aber einmal auf rosa, dunkel magenta. Magenta ist ja auch spirituell, lila ist spirituell. Für euch aufgedröselt. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es geholfen. Für euch war was dabei. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar oder besucht mich auch auf Instagram. Ich verlinke euch unten alles rein und ich hoffe, wir sehen uns bis ja ganz bald wieder und sage bis dahin ciao, ciao und zeige euch aber jetzt zum Schluss noch meine Karten, nämlich von der Colette Baron Reed, das Orakel der 7 Energien. Die Seelenreise, also das Seelenreise-Tarot von der Julia Aurelia und die Weisheitskarten nochmal von der Colette Baron Reed. So, jetzt haben wir alles. Ich sage bis ganz bald. Ciao, ciao.